Macht euch schon mal bereit zum Recken und Strecken. Und natürlich auch für die gute Nachtgeschichte. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett, heute mit der 1152. Gute Nachtgeschichte. Ich bin Marco und jetzt heißt es bitteschön Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, lasst euch einfach ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, da bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1152. Gute Nachtgeschichte für Samstagabend, den 21. Oktober. Torben und der Hauself. Torben ist ein ganz normaler Junge. Als Torben morgens seine Sachen anziehen möchte, er hat sich gestern alles rausgelegt, was er heute Morgen anziehen möchte, damit es einfach schneller geht, damit er nicht zu viel trödelt, denn morgens möchte Torben gerne spielen. Am liebsten möglichst lang. Das ist auch okay, Mama erlaubt es ihm auch. Papa ist nämlich schon in der Arbeit, der hat morgens kein Wörtchen mitzureden. So sagt das zumindest die Mama. Heute allerdings ist es seltsam. Torben möchte eigentlich spielen. Es fehlt aber etwas. Ein Socke ist weg. Gestern lagen mit Sicherheit noch zwei Socken da. Jetzt ist nur noch einer da. Das macht Torben heute am Morgen ein bisschen traurig. Denn mit einem Socken spielt sie schlecht, denn ein warmer und ein kalter Fuß ist nicht gut für die Füße und nicht gut für Torben. Torben sucht und sucht, doch der Socke will nicht gefunden werden. Wer steckt denn dahinter? Das ist bestimmt wieder dieser Hauself. Bei Torben ist das so. Wenn nämlich etwas verschwunden ist, war es meistens der Hauself. Und der muss doch auch irgendwo sein. Torben beschließt, wenn er aus dem Kindergarten kommt, dann wird er nicht spielen, er wird den Hauself suchen. Und so macht er es auch. Er zieht sich andere Socken an, dass er doch noch ein paar Minuten spielen kann und nimmt sich ganz fest vor, nach dem Kindergarten auf die Suche nach dem Hauself zu gehen. So macht er es auch. Als er nach dem Mittagessen endlich nach Hause kommt, begibt er sich auf die Suche. Ja klar, nicht nach dem Socken, sondern er sucht den Elf. Und den fragt er dann, wo der Socken geblieben ist und all die anderen Sachen, die in letzter Zeit verschwunden sind. Zum Beispiel ist da noch das Lieblings-T-Shirt von Torben. Einfach so weg. Und die Lieblingsspielfigur von seinen Bausteinen. Auch die ist einfach so verschwunden, inklusive Laserschwert. Auch das ist weg und das geht nun mal gar nicht. Als Torben nach Hause geht, sieht er in der Küche etwas, was ihm vorher noch nie aufgefallen ist. Unter dem Esstisch, direkt an der Wand, ist eine mini-kleine Tür. Vielleicht ein Loch für Mäuse? Torben überlegt, wenn es ein Mausloch wäre, wäre keine Tür davor, dann wäre es ja ein Loch und keine Tür. Aber diese Tür ist so klein, dass maximal eine Maus durchgehen könnte, auf keinen Fall ein Mensch. Jetzt hat Torben eine Idee. Wenn eine Maus durchpasst, passt ein Hauself mit Sicherheit auch dadurch. Torben weiß ja gar nicht, wie groß der Hauself ist, und das wird es sein. Die kleine Tür führt zum Reich des Hauselfen. Torben klopft einmal an. Ganz vorsichtig. Nichts passiert. Torben klopft lauter. Dann öffnet sich tatsächlich die Tür. Ein kleiner Elf streckt den Kopf heraus. Er sieht genauso aus, wie man sich einen Elfen vorstellt.
Er hat grüne Sachen an und eine lange Mütze. Die Hose ist gestreift und die Schuhe sind vorne spitz. Er sieht sehr nett aus und hat auch längliche Ohren. Deswegen hört er wahrscheinlich auch so gut. »Hallo, du kleiner Elf«, sagt Torben. Der kleine Elf antwortet nicht, er wird ganz rot im Gesicht. Ganz verschmitzt schaut er nun zu Torben und er kichert. Er bittet Torben in sein Elfenreich hinein. Obwohl Torben eigentlich viel zu groß ist, schafft er es irgendwie doch durch die kleine Tür. Wahrscheinlich hat der Elf einen kleinen Zauber angewandt oder er konnte etwas anderes unternehmen. Auf einmal war Torben mitten im Reich der Elfen. Hier tummelte sich also alles, was in der Anderswelt zu Hause war. Elfen, Trolle, magische Wesen. Die fühlten sich hier wohl. Und auch der Hauself. Ganz viele Türen gab es hier. Anscheinend führt jede Tür in ein anderes Haus oder in eine andere Wohnung. Denn wahrscheinlich hat jede Familie einen eigenen Hauselfen, der immer Dinge verschwinden lässt. Der Hauself nimmt Torben an die Hand und gemeinsam gehen sie in die Schatzkammer. In der Mitte des Elfenreiches ist die. Ein riesengroßer Berg, voller glitzernder, schöner und prachtvoller Gegenstände. Der Hauself von Torben führt ihn an eine Stelle, die ihm doch ganz bekannt vorkommt. Da liegen doch Dinge, die eigentlich zu Torben gehören. Er sieht sein Laserschwert, er sieht seine Lieblingsspielfigur und er sieht auch sein T-Shirt und den Socken direkt daneben liegen. Torben hat also nun den Hauself mit seinem großen Schatz gefunden und mit all seinen Lieblingssachen. Die nimmt er gleich wieder mit, denn die gehören ja Torben. Und schwuppsdiwupps beim nächsten Augenöffnen liegt Torben wieder in seinem Bett. Der Tag hat noch nicht richtig begonnen. Torben ist noch einmal eingeschlafen. Aber er weiß, nach dem Kindergarten, da wird er auf jeden Fall den Elf besuchen. Denn schließlich hat doch jeder einen Hauself. Torben weiß, genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, ab ins Bett.net. Gute Nacht.